heiterer Fahne. Merci vielmals. Iseli, Elvira, grüß euch miteinander. Es freut mich, dass ihr so zahlreich an die Generalversammlung von «Das Zelt» erschienen seid. Ja, es ist nur eine Formularität, gell? Nach der Abzocker-Initiative muss da zuerst über mein Honorar abgestimmt werden. Wer ist für ein Pauschalhonorar? Hände hoch. Mhm. Wer ist dafür, dass sie pro Pointe bezahlt werden? Wer hat schon eine Pointe erkannt? Gut. Dann bin ich für ein Pauschalhonorar. Dann kommen wir zum Bonus. Ist dann ein Applaus am Ende von meinem Referat in Ordnung? Gut. Ja gut, ich kann auch schon jetzt beziehen. Vielen Dank. So, dann hätten wir das. Interessant ist ja, dass man in der Wirtschaft mehr verdient als in der Politik zum Beispiel. Die Bundesräte, die haben Hungerlöhne im Vergleich zu den Managern. Und die Parlamentarier, die gehen sogar nur hobbymässig da in das Transformatorenhäuschen. Wie heisst es? Bundeshaus. So, dort gehen die Parlamentarier zuerst mit viel Power rein, nachher werden sie transformiert, bis nur noch Schwachstrom rauskommt. Ja, bei uns diskutiert man immer jahrelang und nachher macht man einen Kompromiss. Du, vor allem Bundesräte, die haben eigentlich einen blöden Job. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, die hat das mal so geschildert. Der Bundesrat ist so eine Art Regierungs-WG. Die Ämter, die sind verteilt, Didier Abwasch, Doris Putzen, Ueli Zuppe einbrocken, Volk Zuppe wieder auslöffeln. Ja, jetzt ist ja Frau Galmiret zu dieser Regierungswege austreten. Ja, die hat man den Genfer als Dividenden ausgeschüttet. Ja, jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Der Titel weiss ich nicht mehr genau. Die Schweiz, die niemand will, außer mir oder so ähnlich. Nein, singt sie noch. Toute les cloches sonnen, sonnen. Kauf doch alle jetzt mein Buch. Kostet ja nur 30 Franken. La 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 la. Dann macht sie, glaube ich, noch Werbung für Kukident. Ja, dafür hat man jetzt den Schneider am Mann als Hypothek im Bundesrat. Zinsfrei. Du, seit der Abwahl vom Blocher ist bei diesen Bundesratswahlen sowieso immer ein Gestürme. Vielleicht hätte man ihn wieder wählen sollen. Die Frage war ja dann zumal, Blocher oder Maurer? Sehr wahrscheinlich, weil es billiger kommt, hat man dann nicht das Original genommen, sondern das Generikum. Ja, nun, jetzt wird eigentlich gar nicht mehr richtig regiert bei diesem Konkordanzparteien-Gestürm da. Dabei gäbe es also ein paar Probleme zu lösen bei uns. Du, zum Beispiel das Knie mit Amerika und Deutschland wegen diesen Steuerflüchtlingen und diesen Kundendaten. Du, für das Geld, das jetzt ein CS auf Amerika muss schicken muss, hat sie am Maurer locker die Schwedenflügerchen posten können. Angela Merkel, die hat ja jede CD aus der Schweiz gekauft. He? Ja, ganz gleich, was drauf war, sogar vom Göllen. Ja, die meinen, Göllen sei ein Codename für Köln. Du, Frau Merkel hat ja eine der schönsten Frisuren in der Politik. Vielleicht zusammen mit der Michelin. Ja, Frau Galmi, die sieht doch mit dieser Frise von vorne und von hinten gleich aus. Aber Frau Merkel hat sich zum Glück kürzlich ganz positiv geäußert. Die Schweiz und wir
haben uns jetzt schrittweise angenähert. Erst kürzlich habe ich mit der Kollegin Wittmer Schlumpf, der Eveline, den automatischen Frisurenaustausch beschlossen. Ja, so funktioniert das. Und die wirklichen Probleme, die schiebt man ein bisschen im Zeug. Die Umwelt zum Beispiel, saubere Energie und so. Im Bundesrat wird ja schon geprüft, ob man nicht die Hirnströme, die überall sinnlos vergütet werden, könnte nutzen. Ja, dann wäre doch das Energieproblem behoben. Ich meine, wenn man Doris Leuthard zum Beispiel direkt ans Netz anschliessen könnte, dann können doch die mit ihren Hirnströmen ein ganzes Haus beleuchten. Oder wenigstens ein Nachttischlämpchen. Ja gut, ich bin ja auch mit dem Auto hierher gekommen, ehrlich gesagt. Gell? Und wäre fast spät gekommen, wenn mich die Polizei noch angehalten hat. Fahrzeugkontrolle. Sehr gut, habe ich gesagt, könnt ihr auch noch das Öl nachschauen? Thank you.